Letzte Runde, Tom. Willst du noch was? Nee, ich gehe nach Hause. Tom, bevor du gehst, tu mir einen kleinen Gefallen, ja? Wie kann ich helfen? Bring meine Tochter nach Hause. Sarah? Mir kam es so vor, als ob sie keine Begleitung braucht. Sie ist zäh. Aber da sind ein paar Jungs in der Nähe ihrer Wohnung. Idioten, cattivi ragazzi, miese Drecksäcke machen sich an sie ran. Sarah sagt ihre Meinung. Vielleicht sagt sie etwas, das ihnen nicht gefällt. Dann wird's hässlich. Aber wenn du sie begleitest, sollte klar sein, dass sie die Patentochter des Dons ist. Kein Problem, Luigi. Ist mir eine Ehre. Bene. Sarah, wir machen zu. Was wird das? Tom begleitet dich nach Hause. Ach, wirklich? Hey, ich arbeite hier nur. Er passt auf dich auf. Gut, wenn du dann ruhiger schlafen kannst. Bis morgen. Ich hole meinen Mantel. Ich warte draußen. Alles gut? Mich muss niemand nach Hause bringen. Hey, wir wollten uns heute Abend sowieso treffen. Na dann? Und du musst dich nicht darum sorgen, was er denkt. Das ist es nicht, Tom. Er behandelt mich wie ein Kind. Verstehe. Beschützerinstinkt. Hat viel erlebt. Haben wir wohl alle. Wir müssen über das Klauen von Essen reden. Hey, ich koche es, also sage ich auch, wo es hingeht. Finde Pauli nicht. Dann lernt er morgen vielleicht mal, sich selber Frühstück zu machen. Könntest du anklopfen? Hab leider nur zwei Hände. Sarah, ist das für mich? Ja, aber leider nicht so viel wie letztes Mal. Es reicht. Nonna sagt, du bist ein Engel. Der Don hasst Verschwendung von Essen. Und das? Das muss Tommy sein. Sarah hat von dir erzählt. Hat sie das? Bist ein berühmter Rennfahrer, Tom. Alle reden über dich. Ja, sie hat recht. Tun sie. Jedenfalls, es wird kalt, Juliet. Wir sehen uns in der Kirche. Okay, einen schönen Abend. Nacht. Buona notte, Tommy. Mama! Dein Engel Sarah kommt mit mir essen. Das ist nett von dir. Das? Nun, es gibt viele hungrige Leute in der Gegend. Ja. Ist eine schöne Nacht für einen Spaziergang. Geh bitte nicht meinetwegen drauf, Tom. Ich versuche es. Mehr hast du nicht drauf? Hängst dauernd mit dem Ladykiller Sam Trapani rum und dein bester Spruch ist, schöne Nacht für einen Spaziergang? Ist doch so, oder? Ja, stimmt wohl. Blumen für die Damen, Signore? Nee, danke. Ich bekomme keine Blumen? Wenn ich dich ausführen darf und nicht nur für Luigi nach Hause begleite, dann bekommst du Blumen. Könnte passieren, wenn Papst mir die Verabredung nicht verbietet. Er ahnt sowieso was. Luigi? Nee. Die Kerle schleichen schon seit Wochen um mich rum, aber ich hab's dir nicht gesagt, weil ich dich kenne. Ich erwähne es Papst gegenüber einmal und plötzlich wählt er dich als meinen Ritter. Also ja, er weiß es. Wie gesagt,
Dann hat er kein Problem mit mir. Sonst wärst du nicht hier. Ich weiß, was mit all den anderen passiert ist. Ich habe die Leichen mitversteckt. Ja, also sind wir... Bleib bei mir. Was soll ich Luigi sagen? Ich wollte dich beschützen, Tommy Angelo. Die ganze Zeit. Dann lass uns doch morgen Abend ausgehen. Kino vielleicht. Und du kriegst Blumen. Das klingt gut. Oh, hallo, Kleines. Bist du uns untreu? Verpiss dich. Sei doch nicht zickig, Püppchen. Dein Freund kann uns zuschauen, was meinst du? Wollt ihr uns hier Ärger machen? Ärger gibt's, seitdem du unser Mädchen geklaut hast, Kumpel. Ihr Nieten, passt lieber auf. Sonst ist hier für euch Endstation. Das ist eure letzte Chance. Wir kennen dich. Wir wissen, für wen du arbeitest. Salieri war vielleicht früher eine große Nummer. Aber das ist lange vorbei. Nur eine Frage der Zeit, bis Morello ihn abserviert. Ich brauche weder Salieri, noch sonst wen. Nicht für das. Hast du das gehört? Dann zeig, was du drauf hast, du Penner. Wo gehst du hin, Süße? Billy hat recht. Du bist ein ziemlicher Fehler, Weg von mir! Du solltest dich nicht... Los, was? Pass mich an, du bist tot! Du verschwendest deine Zeit mit Versagen. Du brauchst einen echten Mann. Mit einer Lady wie mir willst du dich nicht erleben. Bleib weg von mir! Hände! Nee, werde ich nicht! Tommy! Ich bin dran. Bist hoffentlich besser als deine Freunde. Du bist eine richtige... Und ich kratze dir die Augen aus. Ich will das. Das komme ich immer wieder. Das hier habe ich drauf, du Bastard. Bleib weg von mir. Hey! Du hast einen guten rechten Haken, das gebe ich zu. Du blutest. Komme zu mir, ich sehe es mir an. Was ist? Kommst du ran, lässt dich verarzten? Du bittest mich wirklich rein? Keine Almosenschläger. Ich flicke dich nur zusammen. Jetzt setz dich auf die Couch und roll den Ärmel hoch. Ich hol Nadel und Faden. Sieht nicht so schlimm aus. Brauchst du was gegen die Schmerzen? Nein, mir geht's gut. Du musst das nicht machen. Was? Ich weiß, dass es weh tut, Tom. Wenn du mir was vorspielst, kann Pauli dich zusammentackern. Was hast du? Mit Grüßen vom Don. Noch ein. Okay? Dann Zähne zusammenbeißen. Ja, wird schon gehen. Gut. Ich will nämlich nicht, dass sich die nette alte Dame nebenan wegen deines Geschreis beschwert. Mach einfach schnell, ja? Es braucht, solange es braucht. Schludrige Stiche machen hässliche Narben. Ach ja? Pflegst du viele Kerle zusammen? Nur mein Vater. Ma hat es Luigi manchmal schwer gemacht.
Er kann Tellern gut ausweichen. Also hat sie ihm einmal die Stricknadel verpasst. Direkt durch die Hand. Warum? Darum. Sie war eine garstige Trinkerin. So. Nicht perfekt, aber es wird halten. Wenigstens erinnert mich die Narbe an dich. Du bleibst hier. Du stolperst nicht mit Sternen vor den Augen herum. Vor allem nicht, wenn diese Kerle auf dich warten. Ja, okay. Hast du eine extra Decke oder sowas? Nein. Und die Heizung ist aus. So geht's.